Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video, Jenna. Hi. Und ich, der Micha. Hi. Ja, und ihr seht schon hier, wir haben Unsanctioned dabei. Ja. Damit duellieren wir uns. Es wird 3 Duellvideos geben mit der Spaß-Edition des Magic the Gathering. Man greift sich ja 32 Kartendecks, mischt die ineinander. Ne, ich habe mich entschieden für Blau-Rot. Ja, und ich spiele Weiß-Grün. Und wir können schon sagen, es wird witzig. Ja. Es wird wirklich witzig, es wird freaky, es wird crazy. Schaut es euch an, ihr werdet Spaß haben. Wir hatten unseren Spaß, definitiv. Natürlich gibt es auch wieder eine Verlosung. Da könnt ihr gewinnen, hier coole Opulen von Ultra Pro. Da nehmt ihr entsprechend an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Ja, aber jetzt werden die Karten gemischt und ja, ab geht's. Viel Spaß dabei. Trader, mit uns hast du gute Karten. Ja, dann kann es jetzt ja mal losgehen. Also wie gesagt, du spielst grün-weiß, ja, ich spiele blau-rot, haben wir uns für entschieden. Und die beiden 30 Kartendecks zusammengemischt, ne, kann man ja frei wählen. Wir haben uns jetzt nicht die Karten großartig vorher durchgelesen. Ein paar werden wir ja schon kennen. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Leider haben wir keine lustigeren Hüllen oder Spielmatten, aber das sind auch schon mal schöne Motive im Endeffekt. Man sieht schon ziemlich lustig aus. Ja, das ist das Lustigste, was wir gerade noch finden konnten. Ne? Genau. Und ich würde sagen, wir schnucken, oder? Das passt ja, ja, zu Unstable. Ne? Okay. Steinmann! Oh, Steinmann verliert. Ich fange an. Ja. Okay, gut. Einmal kurz zur Abhebende. Jeder 20 Lebenspunkte, ne? Und dann, möchtest du dann anfangen? Ja. Okay. So, jetzt wird erstmal gelesen. Ermorden kann ich. So. Oh Gott, oh Gott. So. Oh Gott. Ja. Okay, also eins habe ich schon mal gecheckt. Okay. Okay. Ich habe natürlich große Macht hier. Sehr komisch. Ja. Ich glaube, ich muss einen neuen nehmen. Das kannst du ja machen, kann ich mal weiterlesen. Ja. Mhm. Mach das mal. Pack einfach unten runter und zieh neu. Ach so. Ja, zu spät. Gut, gut. Okay, also ich habe meine ersten lustigen Karten schon gecheckt. Ich hoffe, das passiert mir gleich auch. Okay. Oh, das ist. Oh, das ist ziemlich stark. Naja. Ich bin gespannt, was du da so hast. Ich glaube, du bist schneller. Also meine Karten sind auf jeden Fall alle teuer. Ich brauche erstmal Mana aufbauen. Ja, ich halte. Hältst du? Ja. Gut. Die Runde. Gut. Okay. Ich fange an. Ja. Ich spiele ein Wald. Ja. That's it? Gut. Ja. Alles klar. Zack. Okay, bei mir kommt natürlich dann ein Mountain. So. Ich habe jetzt gerade eine Karte gezogen, wo ich was spielen kann. Und zwar, rotes Mana, dann kommt bei mir der Goblin-Tutor. Roll a six-sided die, also einen sechsseitigen Würfel. Ne? Ja. Und wenn ich eine 1 würfel, dann hat Goblin-Tutor keinen Effekt. Andernfalls darf ich meine Bibliothek nach der angezeigten Karte durchsuchen, sie vorzeigen und auf meine Hand nehmen und dann die Bibliothek mischen. 2 ist eine Goblin-Karte namentlich Goblin-Tutor, 3 ist eine Verzauberung, 4 ist ein Artefakt, 5 ist eine Kreatur, 6 ist ein Wurst aus dem. Nö, eine 1. Okay, hat da keinen Effekt. Ja. Oh Mann. Okay. Okay. Ich bin da. Ja. Hm? Okay. So, jetzt habe ich hier
ganz komische Karten auf meiner Hand, die du mir auch erstmal erklären musst. Ey. Ja, okay, Gott. Okay, ich spiele erstmal Bingo. 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 Ja, okay. Ja, trampelt 1-1. Ja. Immer, wenn ein Spieler einen Spruch spricht, kommt ein Chip-Counter auf die entsprechenden Mana-Kosten. Aber auf Bingo, ne? Auf Bingo, ja. Und ja, okay. Bingo kommt ja. +9/+9, immer sobald ein Dreier-Set. Ja, sobald ich eine von Reihe habe. Ja. Sobald ich Bingo habe. Hast, genau. Zählt diagonal auch? Ja, ne? Ja, ich würde sagen, so zählt. Ja, das ist ja. Ja, diagonal ist ja schräg. Oh, ne? Gott, das sieht ja total niedlich aus. Ja, ganz toll. Ja, dann bist du. Super. Ah, ne? Ja, aber erstmal ist er ja 1-1. Gut. Ja, du ziehst. Ja. Dann kommt Blau dazu. Blau. Und ich weiß nicht, ob das jetzt von Vorteil ist, wenn ich das jetzt mache, aber. Mhm. Ja, wir wollen ja sprechen, wir wollen ja nicht warten. So, bei mir kommt für 2 Mana, kommt das Water Gun Balloon Game. So, wenn das Water Gun Balloon Game ins Spiel kommt, bekommt jeder Spieler einen Pop-Counter. Der ist jetzt gerade noch auf 0. 0 können wir nicht anzeigen, also lassen wir die Würfel nochmal kurz weg. Mhm. Immer wenn ein Spieler einen Spruch spricht, wird der Counter um 1 erhöht. Okay. Ja, und immer wenn ein Pop-Counter die 5 zu 5 wird, dann bekommt der Spieler einen 5-5 pinken Giant Teddy. Andere Seite. Andere Seite, den hier. Ja. Und dann wird sein Counter auf 0 gesetzt. Okay. Ja? Ich klicke den mal hier so drunter. Ne? Ja. Gucken. So. So, das ist ja each player puts a pop counter on 0. Ja, okay, also das jetzt geht's praktisch erst jetzt los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, jetzt das geht los. So, ich muss mir das jetzt mal. Das ist eine 2 gewesen. Das ach so, heißt, ist das du kriegst jetzt einen Counter auf die 2. Okay, ja, ich wollte gerade fragen, ob das nur bei mir ist oder auch bei dir. Da steht ja each player, oder? Ja, whenever a player. Das ist 2. Okay. Das ist so viel komischer Kram hier, ey. Ach Gott. Also ihr merkt, es spielt sich schon anders, ne? Ein bisschen. Aber Steinmann will trotzdem gewinnen. Ne? Lesen, verstehen. Ja. Das Gehirn muss arbeiten. Also wir sehen nichts für kleine Kinder. Ist ein bisschen complicated. Für 3 spiele ich. Sword of Dungeons and Dragons. Oh, okay. Okay. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+2 und hat Schutz vor Rogues, das sind ja Diebe. Und vor Klerikern. Ja. Und wenn die ausgerüstete Kreatur Kampfschaden macht, also dir, bekomme ich einen 4-4 goldenen Drachenkreaturspielstein mit fliegend und dann kann ich einen 20er Würfel würfeln. Und wenn ich eine 20 würfel, darf ich das nochmal machen. Wie viel kostet das Equippen? 2. Nice, ja, ne? Muss ich mal loslegen. Ja, das, ja. So, das war jetzt für 3, ne? Ja, und jetzt geht das auch. Heißt, ist das auch für Kreaturen? Das ist für alles, also was. Für jeden Spruch, den du sprichst. Du gehst jetzt mit dem Wasserballon-Counter auf 1. Okay. Und deswegen hätte ich die Karte eigentlich vielleicht erst später gespielt. Ja, kommt ja mal für 2 vorbei, ne? Für 1. Für 1. Bin ich auf 19. Kommst du. Okay. Gut. Handcheck. Karte. Ha! Über was ich sprechen kann. So. Ein Land. Gebirge. Ja, ja, so. Okay. Okay. 2 Mana. Carnivorous Death Parrot. Also irgendwie der, Carnivorus Todespapagei. Fliegend 2-2. Zu Beginn meiner Versorgungsphase muss ich ihn opfern, außer ich sage seinen Flavortext. Ne? Save a kill spell to deal with this guy. Okay. Ne? Das muss ich in meiner Versorgungsphase sagen, ansonsten müsste ich ihn. Und wenn du es vergisst, dann darf ich dir sagen, du hast vergessen, dann geht er weg. Okay. Ne? Mein Counter geht auf 1, das ist richtig. 2, das heißt, da habe ich schon einen Counter. 2 hast du schon einen Counter, genau. Dann bist du mal. Okay. Aber ist lustig, ne?
Vor allem jede Karte ist im Deck ja nur einmal. Also ja. man spielt es dann wirklich komplett krud anders. Okay. Also ich das auf jeden Fall, also, wir haben jetzt ja nur ein Duell, wir spielen es ja nachher auf jeden Fall nochmal. Ich habe jetzt noch eine Karte, die ist so komisch, dass du mir die auch erklären kannst. Und zwar spiele ich jetzt... Das ist die Karte, vor der du Angst hattest, ne? Ja, weil die hat so 3 Milliarden Fähigkeiten, die ich alle nicht kenne. Old Fogey, was legst du denn da, ey? So, für 2 Grüne ist das ein 7-7er Dinosaurier. Der hat Phasing. Phasing heißt, der geht zu Beginn deiner nächsten Abgib geht der raus. Und zu dem Beginn deiner nächsten Abgib phased er rein. Ne? Also dann ist er einmal aus dem Spiel, einmal wieder im Spiel. Okay. Dann hat er einen kumulativen Abgib von 1. Das heißt, wenn der ins Spiel kommt, musst du seine kumulativen Abkeep-Kosten bezahlen. Das ist in der ersten Runde 1. Beim nächsten Mal sind es 2. Beim nächsten Mal sind es 3. Also immer um kumulativen Abkeep, erhöht deswegen kumulativ. Echo heißt, du musst gleich, wenn er das erste Mal ins Spiel kommt, musst du seine Beschwörungskosten nochmal bezahlen, weil der Echo hat. Der echot also. Ne? Die Karte ist gar nicht gut. So, Mana. Ne? Ja. Fading 3 heißt, der bleibt nur 3-mal, da kommen 3 Fade-Counter drauf, dann ist er also nur 3 Runden im Spiel, wenn er überhaupt im Spiel ist. Ne? Der kann sich aber mit anderen Dinosauriern verbünden. Aber ich habe keine. Und er hat Schutz vor Krabben, er hat schneebedecktes Ebenentarnung, er hat Flankenangriff, das heißt, alle Kreaturen, die ihn blocken, die keinen Flankenangriff haben, kriegen automatisch -1/-1. Und er hat Rampage 2. Rampage 2, boah, was ist das denn nochmal? Das ist, glaube ich, wenn er geblockt wird, dann macht er 2 Schaden mehr. Das ist Rampage. Das sind so die ersten Magic-Begriffe. Ne? Und als erstes hat these kids today with their collector numbers and their newfangled tap symbol, 20 Black Lotuses and 20 Plague Rats, now that's real Magic. Also da lernst du jetzt mal Oldschool Magic zu spielen, Mädchen. So, ich habe es dir einmal erklärt, ab jetzt kannst du es alleine, ne? Nein, ich habe keine Ahnung. 2 und 3. Also der ist jetzt, also beim nächsten Mal... Also ich muss jetzt 1 mehr bezahlen. Du hast ihn jetzt erstmal besprochen. Ja. Und in der nächsten Runde geht es dann mit der Karte weiter. Ich helfe dir dann ein bisschen. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt für 2 einfach noch Sword of Dungeons and Dragons auf mein Bingo ausrüsten. Das würde tatsächlich gehen, ja. Kannst du mal den Counter, das Schwarze ist eh so schlecht, kannst du mal umdrehen auf Weiß. Danke. Wie auf dem Brett, ne? Ja. Okay. Du hast was gesprochen, das heißt, dein Wasserballon-Counter geht einen hoch, ne? Ja. Ja. So, also, okay, der ist jetzt 3-3. 3-3? Ja, und guck mal an. Wenn der einem Spieler Kampfschaden macht, dann kannst du das machen, oder was? Und der trampelt. Der trampelt! Ach so. Ja, dann block ich den mal nicht. Ja, dann bekommst du 3 Schaden und ich bekomme einen Drachen. Ja. So einen Token. Ja. Und ich muss einen 20er Würfel werfen. Da ist ein Drachentoken. 4-4 fliegend. Ja. Und wenn ich jetzt eine 20 würfel. Muss mal kurz dieses schönen Länder zeigen. Ja, also diese Länder sind wirklich so mega, ne? Nice. Bist du bereit? Also, bist du bereit? Ja. Meine 20? Nein! 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 Ja, okay. Gut. Ja, ich bin übrigens auf 16 Leben. Ich sehe jetzt noch einen 4-4 fliegenden Drache. Ist ja ganz toll. 7-7 mal komischen Drachen. Ja, der ist gleich erstmal wieder weg und der macht da so ein paar komische Sachen mit. Ja, du bist dran. Okay, so. Jetzt kommt die Entap-Phase. Dann lernen wir Phasendenken. Jetzt kommt die Versorgungsphase. In meiner Versorgungsphase sage ich, save a kill spell that deals with that guy. Ne? So. Oh Gott, ja. Okay, dann einfach. Zieh ich mal eine Karte. Lege ein Land. Ja. Ich mach dich voll fertig. Boah, jetzt muss ich mal... Ich kann das einfach gleich an meinen Drachen. Ja, pass auf. Ich habe noch einen Trumpf. Ich habe noch voll. Oh, schaffe ich das? Oh, ah, oh, au, au, ah, Mann. Ah, Ja, das geht alles noch. Okay. 2 Mana. 4 Mana. Mana. Goblin SWAT Team. 2-2. Ich bekomme. Sage. Marken. Ja, du bekommst eine Marke auf die 4. Ich bekomme eine 2 auf meiner Wasserkanonenbombe hier. So, sage Goblin SWAT Team. SWAT. Ne? Lege einen +1/+1 Counter on Goblin SWAT Team. Außer dein Gegner schlägt auf den Tisch mit seiner Hand innerhalb von 5 Sekunden. Aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Zug.
Okay. Also sobald du Goblin Spot Team sagst, muss ich auf den Tisch hauen. Und wenn ich das nicht mache? Ich würde sagen, die 5 Sekunden sind vorbei. Ey, nein, das war nur vorgelesen. Ja, ich hab es. N+1+1 Count Ups. Aber du weißt es jetzt ja. Ne? Hass. Ja, so ist das Goblin Spot Team nun mal. Du darfst nur einmal pro Zug machen, ne? Das mit der Marke. Ja, ich hab mir gesagt, ich sag's vorsichtig, aber nochmal. Hättest ja schlagen können. Nein, das steht doch da drauf, dass wir ja, ich krieg nur einen Counter, aber nur, falls irgendjemand sagt, nee, das war nicht egal, du hast ja die Karte vorgelesen, ich dachte, die Sache ist sicher, ist aber normal. Hättest ja einfach mal schlagen können, dann hätten wir darüber diskutiert. Muss ich einfach, runter, reicht es, wenn ich so mache? Ich glaube, die Schlange. Okay. Aber nur in deinem Zug oder ist es in meinem Zug? Okay? Sage Goblin SWAT Team +1+1 Counter und Goblin SWAT Team an. Activate this ability only once each turn. Say Goblin SWAT Team put a +1/+1 counter on Goblin SWAT Team unless an opponent sweats the table within 5 seconds. Activate this ability, ja, okay. Ja. Nicht? Jetzt kann ich angreifen, ist total sinnlos. Dann bist. Hab ich den Counter hochgelegt? Ja, ne? Ja, dann bist du. Okay, alles klar. Enttappen. So, jetzt kommt die Versorgungsphase. In der Versorgungsphase phased er erstmal raus. Das heißt, ich muss nichts dafür bezahlen. Da musst du nichts bezahlen, das kommt dann gleich beim nächsten Mal. Jetzt kommt die Kartenziehphase. So. Lesen, verstehen. Ich will ja endlich mein Bingo kriegen. Ja, ist mir schon klar. Du hast da sowieso die Kreaturen über Macht erliegen. Lesen. Verstehen. Ich glaube, mein Gott, den zweiten Charakter. Lass es sein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich spiele für 3. Abgewehrt. Pippa, Duchess of Dice. Ja. 2/2 für 2 beliebige, ein grünes, kann ich die tappen, einen 6-seitigen Würfel würfeln und dann bekomme ich eine grüne Kreatur, die so stark ist wie das Ergebnis, was ich gewürfelt habe. Also hat aber noch Einsatzverzögerung, ne? Ja, muss man ja tappen. Mhm, okay. Und für 2 beliebige, ein blaues, weil ich auch ein blaues Spiel, kann ich einen Würfel nochmal würfeln. Okay. Gut. Ich greife an. Möchte angreifen? Ah, hier nochmal. Ja, stimmt. 3 hast du ja schon liegen, ne? Genau, ja. Hm. Und dann greife ich mal mit den beiden an. Hm. Das wird langsam ein. Wie groß ist der Bingo? 3/3. 3/3. Ja, dann blocken wir mal ein Goblin SWAT Team. Ich muss eh nicht mehr klatschen, das hast du schon einmal gesagt. Und der Drache kommt leider durch. Ja, wir sterben hier. Beide. Tschüss, Bingo. Du warst ein toller Freund. Okay, so, jetzt müsste das hier mal. Du kriegst 4 Schaden, hast du die genommen? Ich bekomme 4 Schaden. Gehe auf 12. Dein SWAT-Team ist weg, ey. Ja. Du bist dran. Okay. Enttappen. Ja. Versorgen. Save a kill spell to deal with this guy. Oh Gott. Karte ziehen. Insel legen. Bingo ist weg, das ist gut. 5. Ich bringe Richard Garfield ins Spiel. Den Erfinder von Magic the Gathering selber. Mega mächtige Karte. Denn der sagt,
Ja, 2-2. Mhm. Und er sagt, ich kann Karten spielen, als wenn sie andere Karten meiner Wahl sind, mit den gleichen Mana-Kosten. Ich kann aber die gleiche Karte nicht zweimal wählen. Ich erkläre dir das gleich. Also ich habe irgendeine Karte auf der Hand, die jetzt, ne, ich bin leider ausgetappt, kann nicht mehr spielen, aber ich habe meine Karte auf der Hand, die kostet 5 Mana. Und dann kann ich die legen und das kann entweder die Karte sein oder ich kann sagen, welche Karte kenne ich denn mit 5 Mana, die jetzt helfen würde. Und dann sage ich, das ist jetzt die Karte, die muss halt 5 Mana kosten. Und sowas kann ich halt pro Karte dann nur einmal machen. Richie ist mein Buddy, weißt du, Richie. Richie kann das. Richie ist mein Freund. Ja, bin ich dran. Ja, aber momentan ist ja noch die Power bei dir. So, hast du den schon auf 3 gelegt jetzt gerade? Ja. Okay, ich will den sowieso nicht dabei locken. Kann der komische Dinosaurier, kann das gleich angreifen, das Monster, ne? Das ist ja ganz schlimm. Dann greife ich dich mal nicht an. Kann ich? Ja, dann bist du. So, Enttappphase. Versorgungsphase. Er dreht sich um. So, jetzt, das war das Phasing. Ne? Mhm. So, jetzt hat er einen kumulativ Upkeep von 1. Das heißt, du musst ein Mana bezahlen. Jetzt kommt Echo. Du hast ihn gerade erst beschworen. Das heißt, du musst jetzt die Echo-Kosten bezahlen von 2 Grünen. So, dann hat er Fading 3. Das heißt, er ist jetzt im Spiel. Es kommen 3 Fade-Counter drauf, genau. Und wir müssen einen Fade-Counter runternehmen, weil der immer einen verliert. Und wenn er keinen mehr runternehmen kann, dann steht er. Achso, muss ich jetzt schon einen runternehmen? Ja, du hast ihn jetzt da gerade erst draufgelegt. Also eigentlich hätte man die beim ersten Mal schon drauflegen müssen. Drauflegen müssen. Du hast jetzt einen runtergenommen. Ne, es passt. Alles klar. So, okay, jetzt ist er da. Jetzt darfst du deine Karte ziehen. Richtig. Ich frage mich, ob sie das, kriegst du das mit Julian hin? Wir werden sehen. Das wird dann das Chaos-Spiel, das dritte, das wird dann das totale Chaos-Spiel. Aber wir schauen mal. So, lesen, verstehen. What? What is that? Ich kann schon mal überlegen, was mache ich denn? Was mache ich denn? Das ist so dämlich. Ja, natürlich. Oh Gott. Das ist ja unstable, ne? Oh Gott. So. Ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt kommen könnte. Ja, also, ich habe ja nur eins. Ja, das ist schon mal gut. Ich habe ja noch keinen Schaden gemacht bisher. Ich greife mal an. Mhm, ist klar. Ja, dann blockt mein Papagei mal den Dinosaurier. Ja. Ist ja klar. Dann bekommst du noch 4. Und noch 4. Zack, bin ich schon runter auf 8. Du bist dran. Ich bin dran. Enttappphase. Versorgungsphase, muss ich nichts mehr sagen. Der Papagei ist weg. Karte ziehen. Oh, hier gelegen. Jetzt ziehst du so viele Länder. Ja, das finde ich gar nicht mal so toll, dass ich so viele Länder ziehe. Jetzt muss ich überlegen. Wie kann Richie mir helfen? Das muss ich immer überlegen. So dämliche Handkarten. Oh Gott, was fällt mir denn ein? Was fällt mir ein? Die kostet 3. Wenn ich mehr Länder ziehen würde, könnte ich das auch spielen, ja, so richtig. Ja. Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich jetzt gleich nicht sterbe. Ich glaube, wenn ich mit Julian spiele und diese Karte auf der Hand habe, darf ich sie gar nicht erst spielen, weil ich das sonst überhaupt nicht durchsehe. Ja. So. Ich muss gerade mal ganz hart brainstormen, was mir denn für die Mana-Kosten einfällt, was mir irgendwie helfen könnte. Ne? Wenn wir jetzt hier einen Laptop stehen hätten, wie bei den Streaming-Videos, dann könnte ich eben ganz kurz die Frage an die Crowd stellen. Weißt du, so live einmal kurz die Frage stellen. Aber das ist ja eine Aufzeichnung, geht das jetzt natürlich nicht. Oh, ja, ich kenne. Nee, ich weiß ja nicht, wie viele.
Das, welche Mana-Kosten ja, ich kenne auch viele Karten, aber es muss ja auf die Mana-Kosten passen, damit ich jetzt was habe. Muss man erstmal wissen, wie viel das Mana-Kosten irgendwie, um irgendwie zu überleben. Ich grübel auch die ganze Zeit. Es muss ja auch zu den Farben passen, die ich spiele. Ne? Ja, muss es das? Ja, natürlich. Ja, mit den gleichen Mana-Kosten. Ich muss sie ja besprechen. Ich muss sie eben noch beschwören können. Ich habe eine. Nee, habe ich nicht. Oh. Ah. Rot. Blau. Für zwei Mana spreche ich nicht Krax anderen Daumen, der sagen würde, ich, wenn ich einen Würfel würfel, dann darf ich nochmal neu machen. Ja. Ne? Sondern ich sage, das ist Thunderbolt. Und Thunderbolt ist ein roter Spontanzauber aus Weatherlight. Wetterlicht, der sagt, ein rotes, ein beliebiges Mana, eine Kreatur oder eine fliegende Kreatur bekommt 4 Schadenspunkte. Bin ich mir ziemlich sicher. Also auch Lavaschlinge. Lavaschlinge macht auch 4 Schaden? Ja, und schickt es ins Exil, ja? Wenn es stirbt. Ja, ja? Macht 4 Punkte Schaden? Sicher? Aber es ist halt eine Hexerei. Ja, das ist ja egal. Also dann ist es entweder Lavaschlinge oder Thunderbolt. Ne? Hauptsache der Drache ist. Ne? Okay. Zack. Und das ist mein 4. Spruch. Ha! Ich bin in der Führung. So, und ich habe noch eine Karte. Aber die hebe ich mir, glaube ich, auf. Ja, dein Schwert ist halt schon einfach nervig, ne? Ich mir das irgendwie. Dann bist du dran. Ich hab ihn. So, ja, der fällt jetzt aus. Du darfst ja nicht den Würfel fallen. Huch, still da. Auf 2 lag der, ne? Ja, ich weiß. Okay. 10. Na, was geht? Das ist natürlich ist es dämlich. Aber ich fühle mich mit 8 Lebenspunkten nicht mehr so frisch, muss ich sagen. Ich bin so frisch. Du fühlst dich mit deinen 20 Jahren ganz toll, ne? Ja. Mhm. Ist doch mal. Einfach klassisch, ne? Ja. Ja, und dann komme ich mal für 4. Ach, der trampelt jetzt, ne? Nee, trampelt nicht. Nee, der ne? trampelt nicht. Hm. Bingo hat nur getrampelt. Hm. Ja, wenn ich jetzt nicht block, dann kriegst du schon wieder einen 4-4 Flieger, ne? Mhm. Ja, dann muss Richie ja blocken. Leider. So leid mir das tut. Richie muss blocken. Aber Richie hat wenigstens ein bisschen geholfen. Hey. Und dann spiele ich noch. Ein gewöhnliches Pony. Ja, okay. 2-3. Ja, und wenn das ins Spiel kommt, kann ich eine Nicht-Pferde-Karte, die ich kontrolliere und die nicht in diesem Zug ins Spiel gekommen ist. Warte. Ja. Ja, die nicht mit der Fähigkeit ins Spiel. Also, ich könnte was ins Exil schicken und es dann wieder reinbringen. Okay. Machen wir nicht. Okay. 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 Ich bin jetzt wieder dein Wasserballon geht einen höher? Ja. Ich will nicht, dass du zuerst diesen Grumpy Teddy kriegst, ey. Zack. So. Okay. Ich kriege auf jeden Fall zuerst den Teddy. So, denn ich spreche jetzt. Alexander Klemmelten. Ich lese ihn gleich vor. Ich lese ihn gleich vor. Mein Token geht auf 5 und dann poppt ein Teddy raus. Ich habe den Grumpy Teddy. Mein Token geht auf 0. So.
Alexander Clemmelton hat 04 und sagt, wenn ich einen wortvollen Spruch spreche, ein wordy spell, scry 2. So, ein Spruch ist wordy, if it has 4 or more lines of rules text. Also wenn er 4 oder mehr Zeilen an Regeltext hat. Also das wäre hier zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen Regeltext. Ne? Also kein Flavortext. Ne? Flavortext ist ja das kursiv geschriebene. Ja? Wenn er viel Text hat im Endeffekt. Auch Richard hier hätte auch 4 Lines, 4 Zeilen Flavortext. So. So, das heißt, ich habe da erstmal Scry 2 und für ein rotes ein beliebiges wähle eine Zielkreatur, die du nicht kontrollierst. Reveal the top card, zeige die oberste Karte deiner Library und Alexander Clemmelton bekommt plus x plus 0 bis zum Ende des Zuges, wobei x die Anzahl der Zeilen von Regeltext auf der gezeichneten Karte ist. Und Alexander Clemmelton kämpft dann gegen diese Kreatur. Clemmelton. So, ich darf jetzt erstmal Scry 2 machen, ne? Denn der hat ja. So, hält sich 2. Das Schlimme ist, dass ich in Englisch damals meine Facharbeit über Alexander Hamilton geschrieben habe und jetzt diese Karte kommt. Oh Gott. Ja, ist doch fein. Das ist doch fein. So. Mann, ey. Hilft mir das? Nee, das hilft mir, glaube ich, alles nicht. Das ist alles zu. Das muss runtergehen. Das muss runtergehen. Das hilft nicht. Das ist zu. Ich brauche mehr Power. Oder hilft mir das doch? Nein, ich tausche das dann aus. Jetzt mach doch mal. Ja, ich mach das. Pass auf, ich mach's doch so. Ich lass die eine mal oben. Ich lass die eine oben. Mal checken, habe ich ihn nicht verlesen. Alles gut. Okay, gut. So ist es. Teddy ist gerade ins Spiel gekommen. Bist du doch. So, was kommt denn da Schönes ins Spiel? Okay, so. Er faced rein. So, in der Versorgungsphase sind wir jetzt gerade, ne? Warum ist da eins drauf? Weil du einen Fate-Counter schon runtergenommen hast, ne? Du musst kumulative Versorgungskosten zahlen, die sind jetzt 2. Das heißt, du musst 2 Mana bezahlen. So, Echo brauchst du nicht mehr. Fading ist da, bla, alles klar, ist da. Ja, Mann, ist das ein dickes Ding. Ja, jetzt was ist denn jetzt nochmal Flanking und... Flanking ist, wenn er angreift und ich blocke, dann kriegt meine Kreatur minus 1, minus 1. Okay, und Rampage? Rampage heißt, der macht dann 2 Punkte mehr Schaden, glaube ich. Okay. Ja, der macht schon Druck. Warum liegt da eine 4? Ach, das ist eine Wasserballon. Okay. Ja. Hm. Bring ich jetzt zum Platzen, indem ich ein Adorable Kitten spiele. Du bringst ihn zum Platzen? Ja, nein. Achso, den Wasserballon. Nein, den Wasserballon, nicht die Katze. Also, okay. Nicht die Katze. Oh, da kriegst du auch einen Teddy. Und wenn die ins Spiel kommen, kann ich einen Würfel, also würfel ich einen Würfel und bekomme dann Lebenspunkte in Höhe der Augenanzahl. Gut. Geh ich auf 22. Okay. 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 Gut, gut. Gut, gut. Mhm. Und jetzt? Und dann. Oh Gott, Entschuldigung. Das ist mir alles zu mächtig, was da so liegt. Du hast. Wieso hast du keinen Kleriker? Oder? Jetzt fang mal an, dich zu beschweren, weißt du? Jetzt fang mal an, dich zu beschweren. Doofer Teddy. Ja, ja, du hast 22 Leben, was geht? Ich habe 8. Ich greife mal mit meinem Natürlich, an. Natürlich greift er an. Ja, so, ich kann fighten, der ist gleich weg. Ja, der will auch fighten. Der versucht, der Alexander Clemmelt und versucht leider wegzuschießen. Ich muss leider blocken. Ich kann die Fähigkeit jetzt noch nicht einsetzen. Ja, blockt der Teddy mal den Old Fogey. Der Teddy hat jetzt auch nur 4-4, weil er kein Flanking hat. Ne? Ja. Und was ist jetzt mit Rampage? Ja, ich meine, dass er 2 Punkte Schaden mehr macht. Ich glaube, Rampage ist kein Trample oder so. Das haben wir jetzt, ne? Also ja, können wir ja nochmal nachlesen. Also, aber tot ist der Teddy auf jeden Fall. Ja, bist du dran. Okay. So.
Ich weiß ja schon, was ich ziehe. Ich spreche ein Common Iguana. 1-3. Wenn diese Kreatur das Schlachtfeld betritt, darf ich eine Karte abwerfen. Wenn ich das mache, ziehe ich eine Karte. Ich werfe ein Gebirge. Ich habe mich mega viel Mana gezogen die ganze Zeit und ziehe eine Karte. So, mein Counter geht auf 1. So. Der ist gleich nicht da. Iguana. Wieso? Oh Gott. Oh, ja. Ja. Ich glaube, ich muss mir erstmal ein bisschen den Weg freischießen gleich so. Deswegen kann ich diese Karte leider nicht einsetzen. Ich muss mir das Mana für Alexander offen halten. Alexander. Alex wird es machen. Hoffe, es kommt kein Land gleich. Du. Der beugt sich um. Faced out, weißt du. Faced out. Ja. Ich ziehe. Na? Das geht. Ich spiele für 5 mal ein Mutterkänguru. Wenn die ins Spiel kommt, würfel ich mit einem Würfel. Und dann kommen da so viele plus 1 2 Karten drauf, die das ergibt, dieses Würfel. 3. Ja. Okay. Gut. Das ist 4-4. Das sind 4-4. Känguru. Känguru. Und ich hier wieder einen Marker. Ja. Und dann greife ich an. Mit Pippa, ich weiß gar nicht, ob ich das die ganze Zeit richtig ausspreche, mit meinem Pferdchen und meinem Tilly. Ja, gut, dann setze ich mal Alexander ein. Ich zahle 2 Mana. Tap ihn. Wähle eine Zielkreatur, die ich nicht kontrolliere. Das ist hier deine Pippa. Ja? Dann zeige ich die oberste Karte. Och, ich habe auch kein Glück, ey, und sie ist ein Land. Ja, dann. Er kämpft trotzdem gegen sie, natürlich, ne, aber bekommt halt keine Stärke. Ja. Sie ist 4-4. Und der ist noch nicht mal geblockt, ne? Ja, dann werde ich hier getötet. Block nochmal hier. Da. Den Luana. Ja, weil ist er nicht geblockt vorher. Ja, aber hier ist auch noch ein 5-5er. Ja, der ist doch wie stark? 4-4. Aber ja, block ich den 5-5er. Komm, okay, hab ich noch einen. Drachen, ne? Ja, ist so. Aber ich habe noch eine Runde. Okay, ja. Mein Klemmelten stirbt ja, weil die gegeneinander kämpfen und er 4 Schadenspunkte bekommt. Kommst du noch 6 Schaden? Ja, bin ich auf 1. Und hier ist mein Drachen. Du kriegst wieder einen Drachen. Ui. Bist du. Okay. Ich mach dich voll fertig. Ja, ich merke das. Ich merke Alexander Clemmelton hat dir nichts gemacht. Ja, der ist außerdem letztendlich selber in einem Duell gestorben. Ah. Ja, siehst du, da. Sehr boom, da war es. Da, er ist tot. Tut mir leid. Trauriges Leben. Ja. Ich habe eigentlich noch so coole Handkarten. Ja, ich kann bei mir nur noch ein bisschen irgendwas legen. Für 3 Mana kommt Chicken à la King. Das ist ein Birch, 2-2. Immer wenn eine 6 auf einem 6-seitigen Würfel gewürfelt wurde, lege ich einen +1-Counter auf jeden Vogel, den ich kontrolliere. Und ich kann sagen, tappe einen ungetappten Vogel, den ich kontrolliere, würfel einen 6-seitigen Würfel. Ja? Okay. Und nochmal für 3 Mana kommt ein Goblin Haber Dasher. 2-2, Menace, diese Kreatur kann nicht geblockt werden, bedrohlich, außer von 2 oder mehr Kreaturen. Ja. Andere Kreaturen, die ich kontrolliere, die Hüte tragen in ihrer Artwork, haben auch bedrohlich. Keiner in dem Fall leider. Ja, dann bist du dran. Für den Todesschlag. Ich enttappe. Ja, der Dinosaurier kommt auch nochmal rein. Fade nochmal rein. Der Fade-Counter geht runter. Du musst Versorgungskosten von 3 bezahlen jetzt. So doof.
hier. Mana. Mana, Mana, Mana. Das ist so dämlich. Das ist so. Eigentlich überlege gerade, ob ich das wirklich einfach auf meine Kreatur machen soll, nur damit ich es einmal gespielt habe. Ja, kannst du machen. Ja, vielleicht. Also, das ist jetzt dein letzter Zug, dann bin ich ja tot. Ich habe ja nur noch ein Leben. Genieß es. Ich da angreifen? Ja. Mit meinem Rachen, mit meiner Katze, mit meinem Känguru, mit meinem Dino, mit meinem Teddy, mit meinem Pony und mit meinem Menschen. Ja. Der Iguana blockt mal den Dino, das Hühnchen blockt den Teddy und der Haberdasher blockt hier das Känguru. Nee, ich lasse das kaum. Ja, okay. Du stirbst einfach so, ne? Ja, du stirbst einfach so. Ja, das war ein lustiges Spiel. Gut gespielt. Ja, ich hatte noch. Und das ist so dämlich, weil ich die einfach exilen kann, eine angreifende Kreatur, und dann kommt die in die absolutely removed from the freaking game forever zone. Ja, okay. Ja, so ist das. Also, wie ihr seht, eine krude Sache, aber lustig, oder? Ja, das ist lustig. Ich fand's auch sehr lustig. Also, wir zocken auf jeden Fall nochmal weiter, aber jetzt im nächsten Matchup werde ich dann gegen Julian spielen. Und im dritten Duell wird dann Jenna nochmal gegen Julian spielen. Ja, und wir werden sehen, wie es läuft. Also Julian spielt ja dann schwarz-rot. Ja. Und ich werde dann mal blau-weiß spielen. Mal gucken, was da so drin ist. Ne? Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ne? Und wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao. Tschüss.